Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich hatte ja vor kurzem ein Video gemacht über den Mozart Guru 360 Gimbal und heute kommt das dazugehörige Vergleichsvideo, wie Videos entstehen bzw. wie sie aussehen, wenn man sie stabilisiert und wenn man sie nicht stabilisiert. Also dieses ist das nicht stabilisierte Video. Ihr seht es daran, wenn ihr nach unten schaut, dann seht ihr meine Hand bzw. auch nicht und dann fahren wir ein Stückchen in den Wald rein. Was mit der Gangschaltung nicht. Ein bisschen neblig heute. Aber gut. Nichts ausmachen. So, ich wackel mal absichtlich ein bisschen mit der Kamera umher. Angenommen, ich würde über Stock und Stein fahren, dann würde das so ausschauen. So. Allzu holprig ist der Weg hier nicht. Aber dem kann man noch ein bisschen nachhelfen. So. Dann richten wir die Kamera nach oben. So, also das war die nicht stabilisierte Fassung. Im Vergleich dazu seht ihr jetzt die stabilisierte Fassung, erkennbar daran, dass wenn ihr nach unten schaut, ihr hier in diesem Bereich noch den Gimbal-Motorkopf sehen müsstet. Das ist eigentlich das Einzige, was von diesem Gimbal dann sichtbar ist. So, wir fahren genau dieselbe Strecke zurück und ich mache genau dieselben Handbewegungen und dann schauen wir mal, wie der Unterschied sich bewirkbar macht. So, ich bewege jetzt mal die Hand hin und her. Ja. Und dann kommt das Ganze über den Kopf. Ja, da kommen schon zwei Waldarbeiter entgegen. Morgen! So, dann kommt die Kamera jetzt gleich mal über den Kopf. Und jetzt lassen wir es einfach mal laufen.